Willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man diesen Fluffy Slimy macht. Dafür braucht man Shampoo, Bilou für den Geschmack, eine Schüssel und einen Löffel und Maisstärke. Zuerst tut man ein bisschen Maisstärke in die Schüssel rein. So viel wie du willst. So groß dein Slime sein wird. Dann braucht man ein bisschen Shampoo. Ist egal, was für ein Shampoo. Dann tut man gut mischen. Jetzt tut man ein bisschen von Bilou hinzufügen, nachdem man ein bisschen gemischt hat. Dann tut man wieder rühren. Wenn man ein bisschen gerührt hat und dann alles mal schon zu einem Ball macht, dann kannst du, wenn du willst, eine Farbe hinzufügen. Ich tue ein Lila hinzu. Wenn es dann zu weich wird, kann man immer noch ein bisschen Maisstärke hinzufügen. Jetzt wird es langsam ein bisschen zu flüssig. Jetzt tue ich ein bisschen von Benzene rein. Und dann rühre ich wieder. Sieht jetzt, ich habe noch ein bisschen Manzana hinzugefügt und die Konsistenz wird langsam ein bisschen härter. Ich muss dann weiter mischen, bis sich ein bisschen löst von der Seite. Und dann muss man gut mischen. Und jetzt seht ihr, die Konsistenz ist ein bisschen anders geworden. Ist immer noch ein bisschen slimig. Und wenn man findet, es ist noch ein bisschen zu nass, also zu klebrig, kann man immer noch ein bisschen Maisstärke hinzufügen. Aber bei mir wird es langsam schon ein bisschen slimig. Tue ich noch ein bisschen hinzu. Nachdem man es sehr gut gemischt hat, wird es langsam zu einem fluffigen Slimy. Ist mega, mega weich und klebt nicht an den Händen. Bei mir ist nur ein bisschen dreckig, weil ich es schon vorher angefüllt habe.
Folge weich geworden. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch Tipps sehen wollt, dann schreibt es in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Ciao! Danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und so sieht das Endresultat meines Slimes aus. Es ist sehr weich geworden.